Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Snack Support. Mein Name ist Steffen Halm, ich bin Mitinhaber von Snack Support. Snack Support fertigt Belege für belegte Brötchen. Belegte Brötchen, sagen Sie, kennen Sie? Ja. Wir fertigen aber nur den Belag. Wir beliefern Bäckereien im Radius von 400 Kilometern, die unseren Belag einfach auf ihr eigenes Brötchen auflegen. Wir sind ein Integrationsunternehmen, das heißt, wir beschäftigen 23 Menschen mit Einschränkung. Insgesamt haben wir 65 Mitarbeiter. Durch den Betrieb wird Sie unser Betriebsleiter, Herr Roland Gerlach, führen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Guten Tag, mein Name ist Roland Gerlach. Ich darf Ihnen unseren Betrieb vorstellen. Hier ist unser Wareneingang, Wareneingangskühlhaus, Pufferkühlhaus, das ich Ihnen jetzt gerne zeigen würde. Wir sind hier in unserem Pufferkühlhaus, in der Zwischenlagerung. Um einfach Energie zu sparen, haben wir hier eine optimale Lagerung unserer Ware vollbracht, können damit andere Kühlhäuser einsparen und haben eine Energieeinsparung, die beträchtlich ist pro Jahr. Wir sind hier in unserer Produktionshalle. Hier ist überwiegend händische Arbeit. Wir arbeiten kaum mit großer Technik, haben keine Möglichkeit, weil alles, was wir hier herstellen, Komponenten sind, die man mit einer Maschine nicht legen kann. Wir sind alle Mitarbeiter ungefähr 65 mit Fahrer, Kommissionierer und Produktion. Wir arbeiten im Dreischichtbetrieb. Wir verarbeiten pro Woche ungefähr 1,5 Tonnen Salami, ca. 1 Tonne Kochschinken und ca. 2 Tonnen Käse. Wir verarbeiten jede Woche 20.000 gekochte Eier, die wir mit der Hand schneiden. Es gibt also keine Maschine, die sie schneiden kann. In unserer Schale sind in der Regel immer 6 Belege drin. Die 6 Belege ist die ideale Größe für einen Bäcker, für die Filialen. Kann einzeln entnommen werden, wird bei uns in Kunststoffschalen über MAP verpackt, also Schutzgasatmosphäre, und geht dann raus über Nacht zu unseren Bäckern. Wir fahren mit 5 LKWs und fahren einen Umkreis von ca. 350 Kilometer. Hier sind wir in unserem Salatlegebereich, ein ganz wichtiger Bereich für uns. Wir verarbeiten hier pro Woche 5000 Köpfe Salat, ca. 1,8 Tonnen Tomaten und ca. 500 Kilo Paprika. Salat lassen wir über Winter in Frankreich anbauen und über Sommer in der Vorderpfalz, hier bei uns ganz in der Nähe, mit einem Samen, der extra für uns ausgesucht wurde und angepflanzt wurde, dass die Salatblätter stabil sind, weil das brauchen wir für unsere Belege, damit die auch beim Kunden noch als frischer Salat ankommen. Leider können wir hier nichts mit Maschinen machen, oder Gott sei Dank, wir können also hier viele Leute beschäftigen, weil es muss alles mit der Hand gemacht werden. Jedes einzelne Blatt Salat wird mit der Hand gelegt und muss mit der Hand konventioniert werden. Hier sehen Sie unsere Spiegeleibraterei. Die Spiegeleibraterei wird noch handgemacht, wie es in keinem Supermarkt, in keinem Geschäft zu kaufen gibt, nur daheim. Wir braten pro Woche ca. 15.000 Eier, wie die junge Dame im Hintergrund das Ihnen vorführt. Aufgrund von unseren Bratgeräten, aufgrund von unserer Kühlung, kommen wir im Sommer in Spitzenlasten rein. Die Spitzenlasten sind sehr teuer. Wir versuchen das wieder in Zukunft, dass wir uns die Grundlast selbst herstellen an Strom und damit das Geld sparen. Hier sind wir in unserer Kommissionierung. Unsere Ware wird fertig kommissioniert, kommt hier über die Verpackungsmaschine, wird hier mit verschiedenen Gasen, also Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid, verpackt, wird hier ausgezeichnet und geht dann raus zu unseren Kunden. Wir bedienen derzeit 20 Großbäckereien in Deutschland. Wir machen eine Filialkommissionierung, das heißt, jeder Bäcker, der ca. 20, 25 oder 30 Filialen hat, kriegt pro Filiale seine Ware fertig kommissioniert. Da sind die direkt noch in sein Auto und kann sie weiter transportieren zu seiner Filiale. Das ist unsere Stickstoffanlage. Die Stickstoffanlage setzt sich zusammen aus einem Kompressor, einem Presslufttank, der Anlage, die den Stickstoff erzeugt, eine Filteranlage, Zwischenpuffertank
und der Endtank, wo der Stickstoff dann erzeugt wird. Der Kompressor macht die Druckluft in den Presslufttank. Durch den Presslufttank über 11 Bar wird der Stickstoff hier erzeugt in einen Generator. Dann wird er gefiltert und geht von dem Filter in den Puffertank und vom Puffertank geht er in den Speichertank und vom Speichertank an geht er in das System zu unserer Verpackungsanlage. Die Stickstoffanlage funktioniert folgendermaßen. Durch den Presslufttank geht die Luft hier über ein Granulat. In dem Granulat bleibt der Sauerstoff hängen. Der Stickstoff wird weitergeführt über eine Filteranlage in den Stickstofftank. Die Stickstoffanlage erspart uns im Jahr ca. 6.000 Euro. Sie wird sich in 5 bis 6 Jahren bei uns amortisieren und wir ersparen der Umwelt pro Monat 2 LKWs auf der Straße. Wir befinden uns hier im Heizungsraum. Hier läuft derzeit eine alte Anlage mit Gas betrieben. Wir brauchen sehr viel warmes Wasser. Unsere Mitarbeiter müssen am Tag ca. 50 Mal die Hände waschen. Wir sind ein Lebensmittelbetrieb. Im Lebensmittelbetrieb haben wir oftmals Produktwechsel. Bei jedem Produktwechsel, bei jeder anderen Tätigkeit muss einmal die Hände gewaschen werden. Wir brauchen heißes Wasser für die gesamte Reinigung, die täglich vollzogen wird. Komplettreinigung von allen Maschinen, die wir besitzen, von allen Tischen, Boden, Wände. Da brauchen wir also Unmengen an heißem Wasser. Und um diese Wassermenge zu stemmen, haben wir uns entschlossen, ein BHKW hier reinzustellen, das uns die heiße Wasser liefert und Strom liefert. Das ist unsere Fahrzeugflotte, die jeden Tag sehr viele Kilometer fährt, im Jahr ca. 500.000 bis 600.000 Kilometer. Jetzt haben wir uns überlegt, auch diese Kosten irgendwie zu senken. Und deshalb haben wir uns überlegt, unsere Fahrzeuge umzurüsten auf LPG-Gas. Mit diesem Fahrzeug fahren wir am Tag ca. 900 Kilometer. Da haben wir eine Ersparnis von ungefähr 100 Euro. Ich hoffe, Ihnen hat der Rundgang bei uns Spaß gemacht. Wir sind froh, dass wir diesen Ressourcencheck bei uns gemacht haben. Es hilft uns, wettbewerbsfähig zu bleiben. Es schont die Umwelt. Und diese Beratungen werden von Landes- und Bundesebene gefördert, ebenso die Umsetzung. Denken Sie an uns, wenn Sie vielleicht mal wieder in ein belegtes Brötchen beißen und schauen Sie gerne mal auf unserer Webseite vorbei, www.snacksupport.de.